Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. So, Zeit für Kapitel 6, dann wollen wir mal. Das ist gut, wir setzen einfach alles in Brand. Ist eh viel zu gruselig hier. Hast du eine Kippe? Hab ich, die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst wäre ich längst tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut. Ich hol ihn. Was sagst du? Komische Leute, die zwei. Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Sehr ominös. Basis hier. Schlechte Neuigkeiten, Condor One. Was denn bei jetzt? Unmöglich landen. Könnt ihr warten, bis der Sturm sich legt? Negativ, zu gefährlich. Wir suchen uns so lange einen Unterschlupf. Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Keine Sorge. Wir schwimmen heim, wenn es sein muss. Condor One, Ende. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Wasser gemacht. Was wird mit mir passieren? Ach, wir verwandeln uns wahrscheinlich nur. Erstmal darauf, dass wir hier wegkommen. Händler, wie komme ich zu dir? Na ja, gut. Vielleicht außenrum. Vielleicht außenrum. Mensch, fängt ja gut an, wenn man gleich so lang joggen muss bei diesem Scheißwetter. Ja, zumindest ist der freundliche, geschwätzige Händler da. Okay, ist sicher. Also. Na, erstmal die Steuerung wieder lernen. Wenn man so viele verschiedene Spiele gleichzeitig spielt, dann erträgt mein Gehirn das offenbar nur so mittel. Aber ich komme rein. So, ein, zwei Minuten, paar Fehlklicke und dann läuft es. Flintenmunition muss ich schon nicht kaufen. Kann ich ja auch gar nicht. Ich mach dein Inventar kaputt. Bam. Bam. Was versteckst du eigentlich die ganzen Piseten da? Halt dich schon mal. Händlertipp, Spaziergang bei Nacht. Schon mal einen von diesen hässlichen Typen gesehen? Ja, ständig, wenn ich in den Spiegel sehe, den Tentakeln aus dem Hals sprießen. Ah, okay. Doch nicht ich. Die sind nicht nur gefährlich, sondern auch ziemlich nervig, wenn es darum geht, sie zu töten. Ah, sie haben eine Schwäche. Sie verabscheuen helles Licht. Ein Grund, weshalb du sie nie am helllichten Tag antreffen wirst. Gut zu wissen. Wenn du dich also mal zu einem Nachtspaziergang bemüßigt fühlst, halt besser ein paar Blendgranaten bereit. Ich hab immer welche dabei, das sag ich dir. Wenn du willst, bekommst du bei mir auch die zugehörige Rezeptur. Dann kannst du sie bei Bedarf selbst herstellen. Ich glaube, die haben wir aber tatsächlich schon gekauft. So, na gut, dann rüsten wir uns erstmal aus. Ich hab ja was Neues für dich, Partner. Das hoffe ich auch. So. Reparieren, Alter. 3.500 Peseten. Bin doch kein spanischer Drogenboss. Wo soll ich das Geld hernehmen? Und mehr Geld habe ich dann nicht. Das ist Pech für uns beide. Erste Hilfe braucht man nicht. Revolver braucht man nicht. Meine neue Waffe aus, Fremder. Könntet ihr das Leben retten? Weil ich kein Geld dafür habe. Ganz einfach. Weil ich kein Geld dafür habe. Oh. Ich hab nur die feinsten. Komm jederzeit. Boah, du hast auch die teuersten Waren. Egal, wir speichern. Spiel speichern ganz unten. Das System hat funktioniert. Wunderschön. Weiter geht's. Ich hoffe mal, wir sind gerüstet genug. Was liegt denn hier? Rohstoffe. Wer hat die denn da zurückgelassen? Komisches Völkchen hier. Generell ein sehr verschwenderischer Kult. Oh nee. Ich hasse Gesellschaft.
Ich bin doch introvertiert. Wie schleiche ich mit E? Komm hier. Komm, nicht lange fackeln. Ja. Können wir überhaupt was craften? Wie sieht's im Inventar aus? Wichtigste Frage. Haben wir Blendgranaten? Nein. Wir haben ein Messer. Wir haben zwei Küchenmesser. Wir haben Rohstoffe. Und was können wir craften? Nur Mist. Okay. Ich dachte schon, wir könnten irgendwas Gutes machen. MP-Munition können wir machen. Ah, was soll's. Pistolen-Munition. So pleite, wie wir sind. Alter, das sieht echt nicht gut aus, was wir da haben. Wir haben wohl keine Wahl. Geh mal aus den Flammen. Du bist zwar ziemlich heiß, aber das geht zu weit. Na gut. Ah. Ja, mach das mal selber. Ashley in den Händen des Gegners, das wollen wir natürlich nicht. Nein, Ashley. Hey Oma, lass Ashley los. Das gab ein Achievement. Ja, Ashley, pass mal lieber auf. Ich dachte, ich hätte das Ding gewechselt. Ich muss 5 drücken. Ja, chill. Aus dem Weg. Nachladen. Ashley! Nachladen. Also das fängt nicht gut an. Ich glaube, die sollten mich hier nicht sehen. Au. Au. Na, ein Glück, es ist vorbei. So, vielleicht kauft man doch beim Händler was. Die Verteidigung verstärken. Dies ist ein direkter Befehl von Lord Settler. Rüste das Gebiet ab hier zu einer Defensivstellung um. Um Eindringlinge frühzeitig abzuwehren. Für den gerechten Glauben bin ich gewillt, jedes Opfer zu bringen. So, so. Meine frommen Gläubigen, baut mir eine unbezwingliche Festung und stellt sicher, dass jeder Heide, der dumm genug ist, einen Fuß da reinzusetzen, für seine Sünden mit Blut bezahlt. So viel Blut habe ich gar nicht. Na gut, kann ich bei dem Händler hier mit Blut bezahlen? Das wird vielleicht ein bisschen was bringen. Mit Sicherheit was ins Auge. Ja. Ich hab nur die feinste Ware. Ja, schön für dich. Raketenwerfer, den bräuchte ich jetzt. Tunen, kann ich noch was tunen? Was tunen? Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah, hier, wie du es hast. Komm jederzeit wieder. Ja, du. Mit meinen aktuellen Peseten komme ich nicht mehr. Da werde ich nicht lange überleben hier. Wie soll das denn gehen? Ich muss sowas craften. Nee, wir haben es nicht geschafft. MP-Munition. Pistolen-Munition. Ja. Und dann hoffen und beten. Hoffen und beten. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, Schlimmste ist vorbei. So, Ashley, wir gehen mal hier die Treppe hoch. Eine schöne Truhe. Hoffentlich gefüllt mit Blendgranaten. Ein gelber Diamant, der hilft jetzt auch nicht weiter, wenn wir hier nicht lebend rauskommen. Können hier zurückgehen. Hier sieht schön sicher aus. Komm mal hier hoch. Komm schon, Ashley, Räuberleiter. Ach, dann nicht. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Ich dachte, wir könnten das hier mit Hirn angehen. Anscheinend müssen wir uns auf, ja, Mainz verlassen und das geht nicht gut. Visiten. Okay, hier kommen wir ja überhaupt nicht weiter. Doch, wir kommen ein bisschen weiter. Na gut.
Da oben ist das Dynamit oder Molotow? Molotow oder... Ja, definitiv ein Molotow. Lasst es. Schrotflinte. Schrotflinte habe ich ja noch. Kommt her. Hat das was gebracht? Au. Ja, manchmal... Au. Au. Ah. Ja, irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. So, jetzt mit System fokussiert nachgeladen. Wir haben Gesellschaft. Folge mir, aber leise. Verstanden? Okay, ich versuch's. Jo, so sieht's aus, Kollege. Au. Au. Ashley! Oh je. Oh je, jetzt ist Ashley mal gestorben. Diesmal lag's nicht an mir. Okay. Ich skipp wahrscheinlich zu. Einmal probiere ich noch, ansonsten seht ihr nur noch den erfolgreichen Versuch hier durch. Das andere mache ich vielleicht im Zeitraffer. Aber leise. Verstanden? Okay. Ich versuch's. Donde stai? Donde ist la Bibliotheca? Ja, mit den Pisiten. Wo ist denn überhaupt die Bimmel, die sie bimmeln? Das gefällt mir nämlich auch nicht. Wir haben wohl keine Wahl. Oh, shit. Komm schon, brennt für mich. Brennt. Ja. Und jetzt schön ins Feuer. 5. Au. Nachladen. Schön nachladen. Schön ins Gesicht. Au. Inventar. Was haben wir denn? Was? Hey, mein Kopf. Alles gut. Zumindest die Kopfschmerzen haben wir aufgehört. Alter. Aber ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Ich habe eine Strategie in der Zwischenzeit entwickelt. Die heißt, nicht sterben. Helf-Item haben wir auch nicht. Wunderbar. Warum auch? Wozu bräuchte man Helf-Item? Ich kann ja tun, als ob das hier das erste Mal wäre. So, bin ich gespannt, was hier auf uns wartet. Ich versuch's. Das erste Mal, dass wir hier sind. Das erste Mal. Oh, den können wir ausschalten. Ist das nicht toll? Ja, das erste Mal, dass ich das bemerke. So. Vielleicht doch erstmal zum gelben Diamanten. Aha, wusste ich doch, dass der hier drin ist. Und dann was? Ich bin mir fast sicher, da hinten wäre es sicherer. Ja, das Spiel weiß das auch und lässt mich nicht. Ich kann runterspringen, das... Will ich aber jetzt auch nicht wirklich. So. Wie sieht's denn aus? Außer beschissen. Hab ich einen Schalldämpfer? Wahrscheinlich nicht. Die Schrotflinte laden wir jetzt schon mal nach. So. Die Molotow-Ladies kann ich hoffentlich ausschalten. Lass doch fallen, Lady. Lass mich in Ruhe. Au.
Lass die Fackel fallen, Kollege. So, 5 drücken. Langsam habe ich genug. Ja. Nachladen. Nachladen. Hörst du schlecht? War's das? Ja, diesmal ging's. Wieso war das vorhin denn so schmerzhaft? Ja, war doch kein Problem. Lass das mal, Lady. Was hast du für Aggressionsprobleme? Manche Leute. So. Was können wir craften? Ja, mit der MP-Munition. Ach, ich muss verrückt sein. Ich leg noch ein paar Bolzen oben drauf. Wer denn? Wo denn? Schrei mal lauter. Oh, da liegt noch Loot. Den müssen wir erst einsammeln. Ja. Wo bist du denn, Lady? Ah, da. Na? Ja. Ich hab mal was gut gemacht. Ja, mit dem ganzen Zeug. Ashley, wo bist du? Au! Ernsthaft, Spiel? Da eine scheiß Bärenfalle hinmachen. Wie viel hält die denn aus? Was ist denn schon wieder mit dir los? Ja. Geht's dir gut? Alles gut. Du bist nicht handlungsfähig. Ja gut, du bist auch eine Frau. Sorry. Die Witze sind ja out. War wirklich nur ein Witz. Ich hab wieder eine. Das geschieht mir recht, nachdem ich sowas Frauenfeindliches gesagt habe. Das geschieht mir nur recht. Da ist noch eine. So. Die haben wir jetzt aber unter Kontrolle gebracht. Ist mir egal jetzt, ob ich Pistolenmunition verschwende. Das muss hier eine gerechtere Welt werden. Bitte Speicherspiel. Eine Karte aktualisieren geht natürlich auch. Das ist fast so gut. Ein Feuerchen. Ein Feuerchen. Hä? Bruder, wie kannst du mich so erschrecken? Und auch noch das Zeug. Also wirklich. Schäm dich. Bleib am Boden liegen und denk drüber nach, wie du mit anderen Leuten umgehst. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ein schöner Kelch. Ich hoffe, der ist 100.000 Peseten wert. Ich fürchte nein. Hauptsächlich fürchte ich mich, aber auch nein dazu. Kann man hier unten noch was Cooles machen? Vielleicht liegen da die ganzen Schätze. Ja, vielleicht auch nicht. Schau mal erstmal, wer hier aufs Maul will. Außer mir natürlich. Da oben ist wieder schönes Zeug. Jetzt hör mal auf zu stöhnen, das lenkt mich ab. Verdächtig ruhig hier. Ach, daran ist nichts verdächtig. Die haben einfach eingesehen, dass wir zu stark für die sind. Ach komm, wieso passt der eckige Schlüssel nicht in das runde Schlüsselloch? Ich glaube, ich brauche dieses Spiel, was Babys immer haben, um Formen zu lernen. Das muss ich auch nochmal mir reinziehen. Komm! Alles klar. Ah, ich kann mich auch nicht entscheiden. MP-Munition. Und Flintenmunition ist voll. Die schreien schon wieder so verdächtig. Was ist hier drin? Pistolenmunition. Ganz normales Fass, das hier zerstört wird.
Da muss man nicht aggressiv drauf reagieren. Ah, scheiße. Der ist ja gut. Und das Mütterchen hier haben wir auch ausgeschalten. Das ist ja super. So, da ist kein Loot drin. Hier ist auch überhaupt kein Loot. Da ist Loot. Ach komm, dafür brauche ich ernsthaft auch einen Entfernung. Komm. Ja. Komm schon. Das Schloss habe ich locker durchbohrt. Oh. Hier komme ich auch nicht rein. Tja, ich will die Fässer, aber was macht man denn jetzt? Verzweifeln wir die eine Lösung. Mir fällt leider keine andere ein. Rüberklettern. Komm, du schaffst da rüber. Du bist über höhere Hürden geklettert. Na gut. Na gut. Ich gebe mich geschlagen. Das ist zu kompliziert für mich. Wir gehen nach oben. Gelbes Kraut. Ich brauche doch grünes und rotes. Mir gefällt die Ruhe jetzt auch nicht mehr. Ich habe mich umentschieden. Die Ruhe ist schlecht. Oh, hier komme ich einfach rein. Na, die 100 Peseten. Hab nichts gesagt. Ein Spind. Anweisung geben. Was? Ja, rein da. Wie in der Highschool aus US-Filmen. Sehr schön. Nicht ins Höschen machen. Ja, Erste-Hilfe-Spray. Ich bin glücklich. Da ist wieder ein Benzinkanister hinter mir. Da kommt man nicht hoch. Okay. Kanister kann ich nicht mit interagieren. Fuck, ey! Jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein. Oh je. Die Gewerkschaft ist hier. Sorry, gehört das etwa euch? Ich fühle mich geschmeichelt, aber für zwei bin ich echt nicht in Stimmung. Nee. Find eine reicht. Au! Wart kurz. Unfair, unfair. Bedenkpause. Geht wieder. Weiter geht's. Ashley, bleib doch in deinem Lager. Moment. Achso, ich hab vielleicht was Falsches gedrückt. Ashley. Am besten du gehst zurück in den Spind. Drücken. Au. Au. Wartet kurz, ich muss nachladen. Ich muss nachladen. 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 Mensch, seid ihr hässlich. Einer hässlicher als der andere. Oh, Kurbel für den Kontrollpunkt. Au. Unfair. Und uncool. Ja, ist ja gut. Echt jetzt? Au. Wartet kurz. Wenn ihr unfair kämpft, tue ich das auch. Ja, Pistole muss jetzt reichen. Super. Super gemacht. Jetzt brennt die Holzhütte ab. War's das?
Hier, Ashley. Alles okay? Alles ja, gut. Nichts passiert. Alles gut. Ich glaube, die ist aus dem Spind rausgekommen, weil ich wieder versehentlich Control gedrückt habe. Weil das in der normalen Welt sowas wie Schleichen bedeutet. Okay. Das hat sowieso nicht gebrannt. Ein Glück habe ich das im Kampf nicht versucht. Oh, hier sind die ganzen Bärenfallen an der Wand. Wir können ihr Lager zerstören. Gut, die Kordel haben wir jetzt bekommen. Ach, was soll's. Ich habe Aggression, das lasse ich jetzt an dem Schloss hier aus. Sehr gut. Hauptsache von der anderen Seite wolltest du nicht getroffen werden. Da oben eigentlich noch was? Ich glaube nicht. Na, vielleicht hier. Vielleicht ja hier. Oh. Grünes Kraut und ein Beil, das definitiv besser ist als mein Messer. Und Geräusche. Geräusche? Keine Geräusche. Ich höre nichts. Ich will nichts hören. Na gut, schauen wir vielleicht trotzdem mal. Ach nee, das war ja das Haus, wo wir dann rein sind. Ach stimmt, hier war ja noch diese Ansammlung an Kultistensachen. Ja, der passt zumindest rein. Eleganter Haarschmuck, mal eins. Ashley, gib mal die Haare her. Siehst süß aus in deinem Outfit. Muss man schon sagen. Die Japaner wissen, wie Character Design geht. So, hier dann wahrscheinlich runter. Alles nachladen, was nachzuladen geht. Ich habe wieder eine Granate. Dann kann nichts mehr schief gehen. Wir schauen nochmal. MP-Munition lohnt sich irgendwie. Pistolenmunition auch. Ja. Kann ja jetzt nur klappen. Einmal kordeln. Also ich muss das halten. Nein, mir geht's gut, denke ich. Supi. Hab dich gut geschlagen. Wohl nicht das erste Mal, dass du vor irgendwelchen Spinnern flüchtest. Soll das etwa ein Kompliment sein? Alles gut bei dir? Ganz schön außer Atem. Ist ja nicht so, als ob wir hier Tennis spielen. Hier ist so ein kleines Schloss. Kriege ich das auf? Nö. Oh je. Ich würde hier gern rein. Hallo. Vielleicht von oben. Ah, dann habe ich hier auch noch ein Fass gesehen. Das sieht doch gut aus. Ich habe wieder 10.000 Piseten. Wisst ihr, was das heißt? Wir können uns immer noch nichts leisten. Ist ja gut. Oh je, Flintenmunition bekommen. Dann wollen wir mal nachladen. Auf Bärenfallen aufpassen. Nettes Ambiente, eine Box voller Schädel. Wer hat sowas nicht? Ein Glück erspeichert. Oder erspeichert. Okay, komm. Okay. Nein! Lass ihn in Ruhe. Wer bist du überhaupt? Du bist nicht dieser ganz dunkle Lord. Alles gut. Muss gereinigt werden. Nein, danke. Das kann ich nicht wieder aufbiegen. Komm, Kind. Ashley, lauf! Du hältst überraschend viel aus. Ashley, vorsichtig. Sorry. Ashley! Oh,
Ashley ist draufgegangen. Wie ist das passiert? Wir probieren es nochmal. Die Zwischensequenz werde ich jetzt skippen. Ah, gibt ja keinen. Ah, doch. Aber erst nach dem Tor. Ja, ist ja gut. Au. Das wollte ich doch gar nicht. Es gibt kein Entkommen. Schon okay. Ich will nicht entkommen, ich will dich töten. Ashley, geh mal da vorne weg. Okay, so geht's natürlich auch. Was für ein creepy Dude. Was für ein creepy Dude. So, ich werde die richtige Waffe gleich auswählen. Und ich habe sogar eine Blendgranate. Ja gut. Oder müssten wir einfach abhauen? Mist. Ich glaube, wir müssen abhauen. Ja, ich hab's mitbekommen. Sobald er dich aufhebt, ist das Spiel vorbei. Glaub wirklich, wir müssen abhauen. Ich kämpf doch so gern. Da steht fliehen. Hat er mich erwischt? Oh, wo ist die Blendgranate? Welcher Idiot hat die auf 8 gelegt? Ashley! Geht's dir gut? Gut. Doch, doch. Ashley, komm mit. Alles gut. Hier lang. Na also. Was ist? Och, komm schon. Ab mit dem Bein. Nicht im Ernst. Ich hab's. Dann lauf. Tschüss. Das habe ich doch wieder gut hinbekommen. Siehst du, es gab doch ein Entkommen. Tja, fliegen kannst du nicht. Wohl doch nicht der beste Virus, den du da hast. Hui. Und ich wollte ihn tatsächlich bekämpfen. Da merkt ihr, wie mutig ich bin. Er ist hinter dir her. Wenn er nochmal aufkreuzt, lauf. Was ist mit dir? Ich mache meinen Job. Ja, und den mache ich ziemlich mittelmäßig. Ziemlich mittelmäßig. Ah, die Arbeit ruft. Naja. Ich muss was mit Edelstein bestücken, glaube ich. Karte, Wichtiges und Schätze. Edelsteine einsetzen. Passt nicht. Passt nicht, passt nicht. Ach, wieso müssen die eine bestimmte Form haben? Na gut. Smaragd. Ja. Noch ein Smaragd. Ja. Was Rotes. Ja. Edelsteine einsetzen. Diamant. Ja. Blauer irgendwas. Ja. So, das war's. Dann mal verkaufen. Willkommen. Na dann. Was kann ich für dich tun? Hoffentlich einiges. Die Bretter kann ich verkaufen. Das bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Das kannst du laut sagen. Wir haben danach wieder Kohle. Fremder, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Dankeschön. Dann erstmal wieder Messer reparieren, obwohl das sieht noch... Nee, das sieht nicht gut aus. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung.
So, was können wir kaufen? Kein Platz dafür. Riot Gun. Du wirst deine Investition nicht bereuen. Eine halbautomatische Flinte. Als Repetiergewehr. Große Distanz, das klingt doch auch gut. Hat er eventuell noch ein Inventar-Upgrade für uns? Nee, dieser Banause. So, wir versuchen dann irgendwie das hier zu organisieren, dass die andere Waffe reinpasst. Ja. Gelbes Kraut ist halb verdaut. Ein wichtiger Merksatz. So, die andere passt wahrscheinlich noch nicht rein, weil hier noch einiges. Der Bolzenwerfer, gut zum Vögeltöten. Angenehmes Teil. Für alles andere, ja, Mangelware. Was können wir denn craften? Bolzen. Ich werde nicht mehr. Und Blendgranate. Eine Blendgranate. Grün und Gelb können wir mischen oder Rot und Gelb. Machen wir mal Grün-Gelb. Und dann können wir noch Rot und Gelb. So. Das sieht doch schon viel besser aus. So, drehen. Das braucht auch 3. Das ist wieder scheiße. Ja, bleib doch einfach da liegen. So. Willkommen. So, jetzt hätten wir dafür Platz. Das ist, was ich derzeit habe. Allerdings können wir auch den Raketenwerfer darauf sparen. Aber ob das was bringt, dafür Munition zu craften, wird nicht einfach. Ach, was soll's. Ich bin in Spendierlaune. Ah, die Riot Gun wäre natürlich auch schön. Wir nehmen das Gewehr. Schick deinen Gegnern aus der Ferne eine gute Nachtkugel direkt zwischen die Augen. Dankeschön. Das war der Plan und dann noch das Zielfernrohr. Ich sehe, du hast gekommen. So, kann ich das da einfach dran machen? Hallo. Ein Standard-Zielfernrohr mit 2 Vergrößerungsstufen kann auf Gewehre und manche automatischen Waffen montiert werden. Und wie? Wie? Zubehör, Zielfernrohr. Ach, das nimmt jetzt noch extra Platz weg. Oh, okay. Ich glaube, jetzt heißt es, dass das montiert ist. Ist das nicht schön? Ich bin ja noch da. Für alles. Pistole verbessert. Feuerrate ist mir egal. Lieber niedrig, sonst verschieße ich zu viel Kugeln. So, Schrotflinte. Wie viel Angriffskraft hat denn hier die Riot Gun? 6,4. Ist das viel? Ist das wenig? Ist nicht so viel. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Angriffskraft ist hier aber relativ lasch. Ist egal. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Jo. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Die MP ist eigentlich auch ganz gut, aber verbraucht halt Munition wie blöd. Wir sparen das Geld erstmal. Danke, gleichfalls. So, auf 2 ist jetzt das schöne Gewehr. Ist hier alles gut? Was denn los okay, mit dir? Du kannst. Moment. Alles gut? Atme doch nicht so schwer, mein Kind. Alles in Ordnung. Ach, du hast recht, wir haben vergessen zu speichern. Speicherst du unten? Achso, alle aufgebraucht. Gut. Dann wird's komplizierter. So, jetzt ganz oben speichern. Ich bereinige die mal bis zum nächsten Mal. War hier eine Kiste? Nö. Vorsichtig. Na gut. Ich bin vorsichtig. Wer bist du? Vorsichtig ist mein zweiter Nachname. Ich war nicht vorsichtig. Ich hab gespeichert. Der kann mir gar nichts. Beende deinen zwecklosen Kampf.
überlasse deinen Körper dem Willen unseres Gottes. Niemals! Du bist ein beschissener Missionar. Weißt du das? Ich kenne nur die Stellung. Oh, Allmächtiger. Gebt mir die Kraft, eure Feinde zu zerquetschen. Bosskampf. Ashley, weg! Okay. Hasta luego. Ich danke dir für deine Gabe. Du willst spielen? Dann spiel mit. Sieh das. Gepanickt? Ich hab gepanickt. Granate. Hat das was geholfen? Guck mal, auf 5 habe ich eine MP. Wo ist deine Schwachstelle? Au. Schwachstelle. Bestimmt der Brustkorb. Du siehst aber echt widerlich aus. Wer ist hier töricht? Achso, ich muss nachladen. Chill mal. Ich glaube, der Dude chillt nicht. Der hat nicht gechillt. Warte. Gut, der wartet. Strategiebesprechung. Ich werde jetzt ein Hilf-Item benutzen. So. Und jetzt werde ich wegrennen und weinen. Yeah! Ruhe. Ich mag nicht mehr spielen. Er hat gesagt, ich mag nicht mehr. Ja. Irgendwann wird es wehtun. Oder sich entzünden. Kann ich nicht ausweichen? Ich dachte, ich könnte irgendwie ausweichen. Au. Oh, du hast was auf dem Rücken. Das sieht aber nicht gut aus. Werfen. Wie weiche ich denn aus? Hallo, ausweichen. Ihr habt die Taste vergessen. Schieß doch, nicht nachladen jetzt. Du Vollidiot, lad doch nicht nach. Okay. Das wäre so schön gewesen, ihm in die Fresse zu hauen. Okay, das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Da war nur was mit dem Timing nicht in Ordnung. Was alles nochmal? Na, vor Craft mal aber. Wir wissen, was uns erwartet und wir können nichts craften. Das ist sehr gut. Können wir was nachladen? Nö. Na gut. Vorsichtig. Ja, diesmal gehe ich hier runter. Ach, kann ich gar nicht. Rotes Kraut. Ja. Kämmer. Klar, du gehörst zum Ungeziefer. Das war die Ausweichtaste. Ich habe sie immer noch nicht gefunden. Entschuldigung. Schon okay, komm damit klar. Und du? Oh. Ich bin kein Ketzer. Ja. Das geht auf den Rücken, das kenne ich natürlich. Ja, ist ja gut. So, diesmal lad man nach. Nein, noch nicht. Ich habe ein Health-Item.
Muss ich die brennenden Teile auch von dem abschießen? Ja! Nein! Weg, bleib mir fern! Wie? Was muss ich denn da machen? Okay, was ist die scheiß Ausweichtaste? Option. Server? Audio? Steuerung habe ich schon ausgewählt. Ja, ich habe Tastatur. Ich habe Tastatur. Tastenbelegung. Typ A. Ja, das hilft mir nicht. Tastenzuweisung. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Schnell umdrehen ist Q. Interessant. Hocken, aufstehen, ausweichen. Alles auf E. Meine Fresse. Waffe wechseln, Pause, Menü, Aktenkoffer, Menü bestätigen. Ja, dann E. Drücke ich dort die ganze Zeit. Vorsichtig. Ja, hab's verstanden. Ja. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Kleines. Weil du ekelhaft bist. Ich bin doch ausgewichen. Was willst du von mir? Ja. Und weg mit deinen Beinen. Ist ja gut. Überlebe ich das? Ein Moment, Auszeit. Sehr gut. Ja, ja. Nachladen. Das war's wohl mit deiner Stepptanzkarriere. Blendgranate. Oh, das hilft zumindest. Na komm, heb die Fässer auf. Heb die Fässer auf. Ja. Au. Na komm, Fässer. Keine Fässer. Fässer? Hast du Fässer? Meine Beurteilung ist noch gar nicht. So. Pistole. Nichts mehr in der Hand, was? Tschüss. Wir haben es diesmal zumindest weiter geschafft. Und ich bin mal erfolgreich ausgewichen. Ja, ja, ist ja gut. Nee, du wirst sterben. Oh, vielleicht werde auch ich sterben. Ein Moment, ich mache mir mal kurz einen Helfer. Fuck, ey! Wieso stirbt man im Feuer? Okay, wir kriegen es hin. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Vorsichtig. Ja. Nicht das erste Mal, dass ich hier reingehe. Hey, da oben ist eine grüne Pflanze. Ups. Panik. Weil du ein ekelhafter Typ bist. Das hatten wir doch schon.
Ja, ist ja gut. Ich nehme die Pflanze. Nein, verkackt das nicht. Bin ich das? Bin ich das? Ich drücke alle Tasten, ich bin voll im Panikmodus. Nur ein bisschen jämmerlich. Aha, ausgewichen. Ja. Okay, der stirbt mal wieder zur Hälfte, aber nur. Das war's wohl mit deiner Stepptanzkarriere. Au. So, dann einmal nachhelfen. Einmal nachcraften. Da unten. Ja, so eine schöne Kräuter. So eine schöne Kräutermische. Schön die Treppe nach oben. Mist. So ein Mist. Echt keine Ahnung, welches Kraut gegen ihn gewachsen ist. So, das passt. Und jetzt auf 8 Blendgranate. Ja, ich wage es. Lass das mal mit dem Holz. Da verbrennt man sich nur die Finger. Nachladen. Jetzt aber. Immer noch nicht. Mensch, du bist ein fieser Bastard. Du wirst sterben. Munition. Nein! Auf die Pässe hätte ich schießen müssen. Ich habe noch ein Helf-Item. Es ist noch nicht vorbei. Gleich ist vorbei. Komm schon. Ja! Das war ein Schuss zu viel. Tja, dein Lord kann dir hier nicht mehr weiterhelfen. Leon! Leon hat noch nicht alles gelootet. Ja, toll. Wirf mehr Holz ins Feuer. Leon, schnell! Hier stürzt gleich alles ein! Beeil dich! Dankeschön. Gern geschehen. Danke. Das lief doch gut. Sie werden das Feuer sicher bald bemerken. Lass uns weiter. Das kleine Feuer, wie sollen die das bemerken? In eine von denen verwandeln, oder? Nein, das noch ist nicht. Versprochen. Ey, da habe ich Loot zurückgelassen. Ein trauriger Tag für mich. So, dann mal raus hier. Los, komm! Eine Burg. Kein Loot auf dem Truck. Schade. Oh oh.
Oh oh. Wie soll ich jetzt zurückkommen? Was soll das? Tja, wenigstens kann uns so keiner folgen. Na komm. Ach, sehr schön. Kapitel doch irgendwie beendet. Dann, ja, damit endet die Episode, wie immer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.